Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem GroupCraft Server. Heute verzaubern wir kurz die Items und machen dann am Haus weiter. Fichten haben wir überhaupt keine. Okay, was wir noch mitnehmen ist. Nein, das haben wir drüben. So, Lapis Lazuli. Diamanten brauchen wir nicht. Ah ja, Eisen, also das Ding kommt. Ein Amboss möchte ich machen, genau. Ich verzauber mal das hier. Mit Verbrennung. Nur Verbrennung. Sollte ich jetzt eigentlich nicht, aber. Könnten wir ein zweites Schwert noch machen. Keine Stöcke. Das muss ich natürlich auch machen. So, wir haben genug Level. Wir probieren es nochmal. Rückstoß, nein. Ja, nicht. Dann lieber Schärfe. Ah, Rückstoß und Schärfe. Gott, oh Gott. Ja, also, das ging jetzt nicht so gut. Trotzdem. Ich mach's mal rein. Ein Schwert. So. Verbrennung ist jetzt nicht so wichtig. Das kann ich jetzt verschleudern. So, jetzt machen wir die Decke. Akazienholz, okay. Und immer ringsum noch ein bisschen Dingholz. So. Ja. Und der Amboss, genau. Den machen wir aber nach der Decke. Sudele. Dann können wir hier wieder setzen. Und das Holz verarbeiten wir. So. Gut, dann haben wir hier oben. Fertig. Wir machen wahrscheinlich eine Leiter nach oben, weil wir hier drin nicht so viel Platz haben. Dort drüben haben wir Leitern. Zwei. Das ist nicht so gut. So. 20 Leitern. Gut. Ja, machen wir es hier. So. Dann können wir hier den ersten Stock machen. Und ja, die Sachen ein bisschen hinten nach hinten tun. Oh, unser Fleisch ist fertig. Die Truhen werde ich natürlich dann im Keller tun. So, ein bisschen Eisen. Gut. Einen Amboss. Zuerst mal die Blöcke machen. So. Und dann ist es ja so gewesen. Ja. So, dann machen wir das Eisen hier rein. Nicht das Fleisch. Hier rein. So. Hier rein. So. Und den Amboss tun wir jetzt. Irgendwo hier hin. Zum Beispiel hier. Und das Schwert haben wir nicht, okay. Müssen noch kurz das Schwert holen. Oder hier. Nein, das Schwert machen wir nicht zusammen. Wir machen den hier mit dem hier. Jetzt Effizienz 4.
Das bleibt aber gleich. Ja, dann machen wir es nicht. Dann machen wir es natürlich nicht. Aber wieso gibt es nicht Effizienz 5? Oder müssen wir das zu 4 machen und das 4 haben, dass wir es dann schaffen? Okay. Ja. Egal. Also. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Weizen mit. So. Und gehen eine Runde zu den Tieren und holen dann noch ein bisschen Fichtenholz. Was ist jetzt der Eingang hier? Da oben. So. Komm, rennen. So, ihr Küchen. Die Schafe, naja. Wir könnten hier noch ein bisschen ausbauen zuerst. Sonst haben wir bald so viele Tiere, dass wir sie nicht mehr schlachten können oder vermehren. Das ist nicht so gut. So, der bisschen langweilig, aber muss einfach mal gemacht werden. Ich muss einfach schauen, wie weit ich nachher gehen soll, damit ich wenigstens noch einen Keller habe im Haus. Ich könnte dann diese Richtung noch gehen. Das werde ich gleich mal machen. So. So. Ja, die will schon noch oben. Die will schon hier rein. Kannst ja gleich. So, jetzt können die rein. Ja, den Rest mache ich dann ein anderes Mal. Schön abwässern, damit es nicht zu langweilig wird. Und hier haben wir schon zwei Stacks. Wolle. Kann ich ein bisschen mitnehmen? Vor allem pinke Wolle. Weil wir das pinke Schaf haben. So. Ja. Was sind die kleinen? Nur hier drinnen. Haben wir nur zwei? Ein Schaf haben wir gezüchtet. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Okay. Ja, dann stimmt's. So. Richtig sagen. Wir haben ein Tor. Okay, schon wieder weg. So. Hier haben wir irgendwo einen Wichten. Da vorne. Okay. Wir könnten auch das Gebiet mal hier erkunden. Mal schauen, was so in der Nähe ist. Jo. Hier könnten wir dann eine Raumbasis bauen. So, wir gehen ein bisschen rein. Dann sieht es schöner aus, wenn wir hier die Bäume fällen. Weil in der Farm werden wir wahrscheinlich nur wenig Fichtenholz hinnehmen können.
Also vielleicht im Gebirge, ja. Ich könnte mich zum Gebirge. Nein, ich kann nicht mehr zum Gebirge. Den haben wir weggen. Also, nein, der ist noch da, gut. Zum guten Glück. Also wenn wir mal noch bräuchten, könnten wir dorthin. Aber ja. Mal schauen. So. Gib mir ein paar Setzlinge. Und einen Apfel. So. Okay, hier ist ein großer Wald jetzt. Tiger, oder nein, doch Tiger ist es. So, gibt es noch irgendwo Setzlinge? Gib mir Setzlinge. Setzen wir hier die Fichten noch. So, Delle. Und hier noch an. Gut, das haben wir hier. Noch eine Höhle. Ja, also gehen wir wieder zurück. So ist hier Lava. Das lösche ich, glaube ich, mal. Ja. Einfach zur Sicherheit und weil es halt an der Oberfläche nicht unbedingt sein muss. Ich bin zwar seit Jahrzehnten nicht mehr in einen Lavateich gesprungen, aber ich habe immer noch so ein bisschen also so eher kleine Ängste oder so. Ich weiß es nicht, wie man das nennen soll. Ich mag es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht sehen. So. Ich war früher immer im Netter, war ich viel unängstlicher. Obwohl es dort mehr Lava gibt und ja, Gegner dich in die Lava schicken können und so weiter. Und ja, ich hatte irgendwie nie Probleme mit dem Lava im Neffe, eher mit den Ghasts. Die waren richtig nervig, sind immer noch nervig. Aber ich nehme auch immer einen Bogen mit. Da können wir eigentlich mal hin, oder? Quarz bräuchte ich, ja. Aber es ist noch das alte. Also, ja, wir könnten es ab morgen machen dann. Weil dann die nette Welt auch wieder neu ist. Und vielleicht besser. So, oder? Gut. Dann mal hier rein. Der Apfel auch. So. Und jetzt der Baum. Wollen wir jetzt den Baum fällen? Ah, ich habe gerade keine Bock. Keinen Bock. Was ist hier? Eine Höhle. Okay. Auch nicht schlecht. So, wir haben ja jetzt das Fichtenholz. Da können wir die wie sagt man denn? Die Halter, also die das Zusammenhalten sozusagen, Stützen, Säulen. Da sollte ich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber wir sind hart im Nehmen. Lieber abkürzen. Ja, da geht's sowieso nicht. Da habe ich mit meinem ganzes Leben noch kaputt. Ich töte mich selber durch Fallschaden. So. Also. Machen wir das hier rein.
Die Wolle mal. Wo haben wir gesagt, die Wolle? Hier hin. So. Diorit können wir nicht hier rein tun. Machen wir es da wieder rein. So. Holz auch. Und die Schere sollte ich eigentlich wieder runter tun. Dann können wir gleich mal irgendwas machen. Ja, ich denke, ich mache gerade nicht so weiter, weil momentan ist es eher das Abbauzeugs. Wir kommen einfach nicht richtig zum Bauen. Ja, weil jetzt eigentlich den Keller brauche. Ich muss den Keller ausräumen, aushöhlen. Und das braucht eben wieder ein bisschen. Ja, ich mag's nicht so. Ich mach's mit Word Edit. So. Ah, das ist hier. Farm 2. Ja. Wir erkunden hier noch ein bisschen weiter. Auf der dünnen Map müsst ihr mal schauen. Das ist auf der Home, auf der, da glaube ich in diese Richtung. Das ist auf der Homepage, die Dune Map. Da müsst ihr mal in der Farmwelt bis zum Sonntag schauen, wie lange der Weg schon ist, wo wir gelaufen sind. Sieht so richtig ulkig aus. Und ja, jetzt machen wir weiter den Weg. Wir machen ihn noch weiter. Ich bin noch ein bisschen müde. Tut mir leid. So, hier haben wir einen Sumpf. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwelche Schleimis haben. Die könnten wir gebrauchen, also. Ja, nicht so viel, ja. Nicht so extrem wichtig, aber dann haben wir Vorrat für die Schleimkolben. Und für was braucht man die alles? Für Gummiblöcke. Also Schleimblöcke. Aber ich denke, hier ist kein Schleim, ne? Gerade nichts zu sehen, auch nichts zu hören. Es gibt irgendwie zwei Sorten. Es gibt Swampland wie die. Die haben, glaube ich, keine Schleime. Und es gibt Swamp, glaube ich, oder so. Einfach ohne Land, glaube ich. Oh, hier haben wir einen Cauldron. Den holen wir kurz mal. Und schauen, dass die Zombies uns nicht folgen. Oh, hier oben haben wir auch Zombies. Jetzt kommt eine Zombie-Invasion. Haha, wir töten sie mit Feuer. Komm schon, stirb. Oh, hast du es überlebt? So. Gut, Cauldron. Ja, nehmen wir auch mit. Gut. Ja, da gehen wir Richtung Dschungel wieder. Einen neuen Dschungel. Gut. Was haben wir hier? Melone. Meine täglichen Melonen sind hier. So, eine Hexe. Ja, die greifen wir nachher dann. So, du kommst hier rein. Essen wir mal voll. Und dann Kamikaze. Wow.
Und was haben wir? Okay, Glowstone Stamm. Das ist mal das. Ich gerne als Drop von der Hexe sehe, aber es ist nicht wertvoll. Also ich habe meistens noch 2-3 Mal Neffe. So viel, dass ich es nicht mehr brauche. So, schauen wir mal. Ne, das ist keinen Tempel. Ich brauche Tempel, weil ich Tempel brauche. Ich brauche einen Tempel. Ich brauche doch einen Tempel. Weil ich die so selten finde. Ich will sie unbedingt wieder mehr haben. Also macht ein Update mehr, Mojang. Hopp, hopp, macht ein Mal. Update mal. Geht doch nicht so. Ja, so. Schweinchen. Wieso gibt es im Dschungel so viele Schweine? Verstehe ich ihn nicht. Das muss ein Error im Code sein. So, jetzt mal schauen. Keine Chance. Wir finden keinen Tempel mehr. Bleibt es bei einem Tempel? Ich hoffe nicht. So, dann schauen wir mal weiter. Schon wie ist ein Tempel, der am Meer liegt oder so, sehr viel Wasser hat. Queren wir den Fluss hier mal. So. Ach komm. Blöder Dschungel. Ist voll langweilig geworden. So. Gehen wir nach oben. Und rennen hier mal ein bisschen. Na, haben wir was? Ach komm schon. Richtig kacke. Nicht mal ein Tempel. Nicht mal irgendwas, was wie ein Tempel aussieht. Ich finde die einfach am spektakulärsten von den Tempeln. Sind zwar nicht die größten, aber haben wenigstens ein bisschen Elektronik drin und solche Sachen. Und gute Schätze. So, in einem solchen Tempel hatte ich mal ein richtig geiles Buch gefunden. Für eine Spitzhacke. Und die hatte eigentlich fast eine komplette verzauberte Spitzhacke, also Verzauberung für eine Spitzhacke. Und ja. Okay. Sind wir wieder am Meer angelangt. Da oben ist ein bisschen Granit. Eine Höhle. Ein Loch. Unwegsames Gelände. Okay, oben links hat der Wald eine andere Farbe, ist das jetzt. Kommt hier ein Gebirge, so das ist das. Okay, wieder Strand. Ah, nein. Okay, gut. Ah, das ist nicht zu sehen. Ein so großer Dschungel wieder, aber nichts dahinter. Nichts drin. Ah je.
Bin völlig müde noch. Ich weiß nicht, je mehr Sport ich mache, desto müde bin ich am Morgen. Und ich möchte schon gerne am Morgen aufnehmen, wenn ich noch ein bisschen klar im Kopf bin. Nein, ich bin immer klar im Kopf, aber ja. Es ist halt am Morgen am unmühsamsten. Wenn man dann noch nicht trainiert hat, kann man da viel entspannter aufnehmen, ohne dass man auf 150 ist. So. Aber sobald die ersten Leute kommen, die Projekte mit mir machen wollen, muss ich wahrscheinlich dann auch am Abend aufnehmen. Aber es ist kein Problem, ich livestreame auch eigentlich am Abend. Es kommt aufs Gleiche drauf an. Vielleicht livestreame ich dann morgen, aber dann schaut niemand wahrscheinlich, weil alle am Arbeiten sind. So. Lass mich mal hier runter. Immer noch nichts. Ach komm, wir verlassen den Dschungel hier Richtung Wald. Hoppala. Ich mag Dschungel nicht mehr. Es ist ein so total langweilig geworden. Es wird im Dschungel einfach irgendwas, was uns veranlagt, irgendwas zu bauen oder etwas zu farmen. Es ist einfach, der Dschungel ist so etwas wie eigentlich die anderen Biome auch, aber ja, die anderen Biome sind wenigstens schön anzusehen und nicht so hügelig, dass man nicht drauf bauen kann. Ja. Das schönste Biom zum Bauen ist immer noch der Wald, weil der satte Farben hat, wie ihr seht. Und ja, einfach genügend Holz hat, verschiedenes. So, wir gehen hier am Dschungelrand vorbei. Vielleicht finden wir hier noch einen Tempel. So, aber nein, das ist zu sehen, es kommt nichts mehr. Okay, schaut mal die Höhle da oben. Voller Granit. Ja, ich sollte langsam aufhören. Part wird sonst zu lange. Dann mache ich mal hier wieder einen Waypoint. Oder ich lösche ihn mal. So, jetzt habe ich den normalen Home gelöscht, weil den brauchen wir sowieso nicht mehr. Und wir machen das nächste Mal weiter. So, slash home lp. Gut, ich tue noch die Sachen in die Kisten und hier rein. Und jo, wir sehen dann im nächsten Part. Und tschüsschen.